So, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Retro-Let's Play, zurück zu Parasite Eve. Ja, Freunde, zweite Folge. Ich habe gerade wieder, da wir im ersten Part nicht hinbekommen haben zu speichern, weil ich nicht oft genug X gedrückt habe beim Speichern, sind nämlich die Aktivierungsorte so blöd gelegt. Man muss echt viel X drücken, immer wieder gucken, sich einen Millimeter weiter nach links bewegen und schon kann man irgendwas aktivieren, was man vorher nicht aktivieren konnte. Deswegen habe ich jetzt alles nochmal gespielt, habe jetzt ordentlich gespeichert vor dem Bossfight und wir sind jetzt wieder hier bei Eve, die gerade wunderschöne Melodien am Klavier zaubert, aber gegen die wir jetzt kämpfen müssen. Im letzten Mal haben wir ja eiskalt verloren und somit ja ohne Speicherstand alles verloren. Ich habe übrigens, um es euch mal eben nochmal zu zeigen, ich war nochmal genauer unterwegs, habe nochmal genauer geguckt und ein kleines Geheimnis gefunden. Wir hatten ja den Raum, wo wir unser Verteidigungs-Upgrade gefunden haben. Das habe ich natürlich wieder auf meine alte Weste gelegt, weil ich dachte, gut, du wirst ja jetzt keine zweite Weste finden. Find einen geheimen Gang, kriech da durch und was finde ich? Hier eine zweite Weste, den N-Protector, der ein bisschen bessere Werte hat. Ich hätte natürlich gern das Upgrade auf die bessere Weste gelegt. Habe ich ja wieder mal verkackt. Man kann die Upgrades auch nicht nochmal rückgängig machen. Deswegen, ja, trotzdem hier die geupgradete normale Weste und jetzt den Protektor an. Der uns ein bisschen besseren Crit gibt, ein bisschen alles besser. Defense und P, Energy, Power, Energy, unsere Zauberenergie. Alles ein bisschen verbessert und ich hoffe mit dieser Ausrüstung schaffen wir jetzt den Bossfight. Der war ja schon arg schwer. I'm Melissa. I am Eve. Eve hat sozusagen die Kontrolle übernommen. Über Melissa. I'm getting hard. Nee. Nucleic domination has finally come to an end once and for all. What? Ach, Freunde. Diese Mucke hier, die erinnert mich so ein bisschen an Demon's Souls. Die mag ich total. So ein ganz kleinen Hauch Demon's Souls hat es irgendwie. So, Freunde. Fight, fight, fight. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt schaffen. Das war wirklich sauschwer. So. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt ausweichen kann. Man kann auf jeden Fall irgendwie ausweichen, aber... Ja, ach so. Ist ja easy. Wir müssen einfach mittig von den beiden Strahlen stehen bleiben. Okay. Wir kriegen mal wenigstens nicht so viel Schaden. Medizin haben wir auch genug mit. Zack, zack. So wird das, Freunde. So wird das. Das war's schon? Geil. Looks like you still need some time, girl. Until your mitochondria is completely free. Mitochondria? What? What are you saying? I don't understand you. Was meint die gute Frau mit den Mitochondrien? Oh, wieder mal ein Flashback. What? Where is this? Is that the little girl I saw? No, it's... me. Das bin bestimmt ich selbst. Könnte ich wetten. Das ist so oft gesetzt, ein blondes Mädchen. That doctor. Wait. Das bin ich hundertprozentig selbst. Würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Oh, Effekt. Mitochondria. To be free. Um das mal leicht russisch auszudrücken. Ich guck mal, ob irgendwas beim Klavier liegt. Freunde, wie geht's euch?
Habt ihr Bock auf so ein Retro-Let's Play? Ich muss sagen, ich habe übelst Bock. Forget it. Da jump ich jetzt noch nicht rein. Ich werde nämlich vorher... Werde ich vorher speichern? Ich glaube, ich gehe vorher, bevor ich hier reinspringe, nochmal saven. Denn das Spiel ist sehr sperrig und sehr nervig in seinem Umgang. Aber das kann man dem Spiel absehen, weil es ist einfach nur alt. Deswegen... Obwohl man sagen muss, dass ein Resident Evil sich 10-mal besser gesteuert hat. Aber was ich hier an dem Game so geil finde, ist das Kampfsystem. Das gefällt mir. Dieses halbrundenbasierte Kampfsystem mag ich sehr. So, ich werde jetzt nochmal schnell einen Speicherpunkt anlegen. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Gar keinen Bock, mit dem Emulator zu speichern. Override, Save Complete. Level 4 sind wir jetzt. Wir haben auch, glaube ich, für den Kampf gerade gar keine Erfahrungspunkte bekommen. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Use Item, Ammo Crate, 30 Schuss. Okay. Haben wir jetzt ganz schön viel verballert. Für den Kampf gegen Eve. So, und nun auf. In das dunkle Loch Nummer 2. In der Hoffnung, dass uns nicht noch so ein Kampf bevorsteht. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Was ist das? Was steht da oben? Irgendein Gate? Oh, coole Kameraansicht und auch gleich ein kleiner Fight. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, mal den... Ach, wir können gar keine Waffe wechseln. Aber ich denke mal, wir werden für den Kampf Munition bekommen. Schön. Ammo. Zack. Schöner Kampf. Bisschen Munition dazu bekommen. So muss das sein. Aber was ist das hier unten für eine krasse Höhle? Gleich noch ein Kampf. Oh, was ist das denn? Eine riesige Kröte. Ist ja räudig. Mal gemisst. Mach erstmal die Kleinen weg. Ah! Neunzehn Schaden. Was ich noch gerade nicht richtig raffe ist... Warum kann ich keine Items benutzen im Fight? Oh Gott. Wir haben bloß noch 19 AP und ich kann mich nicht heilen. Gottes Willen. Level 5. Okay, Freunde, jetzt gehen wir mal schnell ins Inventar und heilen uns mal. Also ich konnte vorhin in dem Fight, konnte ich auch mal ins Menü gehen. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht mehr geht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Medizin genommen. Munition haben wir genug bekommen gerade für den Kampf. 18 Schuss. Ohne neue Waffe. Okay, krass. Mehr Schaden, mehr Range. Alter, ist ja viel besser. Aber kostet... Ne, er hat auch 6 Kugeln im Inventar, im Magazin. Beine behindert.
So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit unserer alten Ausrüstung? Was machen wir mit unserer alten Waffe? Und was machen wir mit unserer alten Rüstung? Weil, ja. Die wird ja ein bisschen obsolet jetzt und verbraucht sinnlos Inventarplatz. Weint hier irgendwas? Hier weint doch irgendwas. Was ist das denn für ein krasser Laden hier? Das ist eine Kiste. Hier soll ein Fight passieren? Ist ja gar kein Platz. Okay. Oh shit, zu nah dran gewesen. Okay. Alles klar. Ach, die sind unten. Die sind unten, die beiden Kisten. Die Waffe hat auf jeden Fall um einiges mehr Bums. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was zur Hölle hier heult. Das ist wahrscheinlich wieder dieses kleine, dämliche Mädchen, was mir hier versucht, Angst einzujagen. Rate of Fire 3. Okay. Maximal, ganz ehrlich, mit unserem Level kriegen wir dadurch mehr Inventarplatz? Nee, ne? Ich glaube, wir haben jetzt doch 14 von 14. Vorhin hat man 12 von 12. Ich glaube, pro Level up bekommt man einen Inventarplatz. Ich kann mich jetzt auch irren, Freunde. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich bilde mir das gerade ganz stark ein, dass wir hier pro Level up einen Inventarplatz bekommen. You're the little girl I saw at the theater. Are you lost? Und das läuft wieder weg und sagt nichts und nervt mich total ab. Wait, little girl! Don't go! Ich das hasse, ne? Kleine Geistermädchen, die wahrscheinlich wieder nur in meiner Fantasie existieren. Schön, Ammo. So, hier hinten werden wir sicherlich gleich nochmal kämpfen können. Ich sehe total viel. Replace an item. Die N-West. Bei einer Medizin ist okay. Ich gebe jetzt hier die Weste ab, Freunde. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir damit was falsch machen. Weil wir haben eine bessere Rüstung. Was sollen wir mit der alten anfangen? Wenn man sie nicht irgendwie verkaufen kann oder irgendwas, macht sie keinen Sinn. So, jetzt replace ich noch die alte Pistole. Ein Club will ich mir mal noch behalten. Eventuell Nahkampf. Oh, für eine Offense Plus. Okay, die Offense Plus. Ich packe sie jetzt einfach direkt auf die Waffe. Ich denke, da werden wir noch sehr viele Items davon finden. Ist jetzt bestimmt kein Fehler, das zu machen. Auch hier diese Keys. Brauche ich die noch? Dressing Room Key? Brauche ich die Schlüssel noch? Also da hatte Resident Evil ja immer das System. Okay, sie brauchen diesen Schlüssel jetzt nicht mehr. Das hat das Spiel jetzt einfach mal nicht vorgesehen. Das muss man schon selbst wissen. Ich meine, im Endeffekt hat man ja kein Item wirklich verloren. Wenn man wirklich wieder zurückgehen kann, kriegt man ja jedes Item, was man gedroppt hat, irgendwie wieder. So. Jetzt hätte ich natürlich die Pistole. Ach, ich brauche die nicht mehr. Ich glaube, ich brauche die nicht mehr. Ich hoffe es. Zwei von den Kröten. Na, das ist ja super toll. Ah, shit. Hat mich schön getroffen. Erste tot. Weg. Come on, verreck. Ich bleib auch immer dahinter. Zack.
wieder schön Ammo bekommen. Freunde, es läuft. Die heutige Folge, muss ich sagen, läuft. Ich finde diese Kanalisation jetzt mal ein bisschen gruselig. Und irgendwie komisch. Nochmal. Warte, was? There's a switch and an emergency phone. Press the switch, use the phone. Use mal das Phone und speichere hier ab. Das ist eine sehr gute Stelle zum Abspeichern, denn, meine Freunde, ich werde heute an dieser Stelle, jetzt haben wir schon 72 Max HP, sehr geil, werde jetzt an dieser Stelle die Folge 2 beenden wollen. Freunde, wir sind ein gutes Stück weitergekommen, haben Eve beim ersten Mal besiegt. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass wir eventuell wieder bei dem Boss hängen bleiben. Aber ist eigentlich gar nicht schwer. Man hätte nur in der Mitte stehen bleiben müssen und nicht immer rumrennen, weil wenn man rumrennt, ja. Aber ich denke, da werden noch richtig geile Bossfights und Kämpfe folgen, indem man mit Taktik und wie man sich positioniert sehr viel machen kann, was das Kampfsystem natürlich wieder sehr geil macht. Aber genug gelabert, Freunde. Wir sehen uns wieder in Folge 3 mit Parasite Eve. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Game. Ist ein schöner Retro-Titel. Habe ich so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich, wie gesagt, irgendwann mal gespielt. Ist so lange her, dass ich nichts mehr davon weiß. Und ich bilde mir auch immer noch ein, dass es der zweite Teil war, den ich gespielt habe. Aber, ja, ist wie gesagt alles Jahrzehnte her. Was mir sehr gefällt, ist diese sehr flüssig animierte Wasseranimation. Die hat schon echt Stil. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in Folge 3 mit Parasite Eve. Habt noch einen schönen Abend oder Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Tschüss, bis bald.